Herzlich willkommen alle Zuschauerinnen und Zuschauer. Wir sind ganz aufgeregt. Es muss schnell gehen. 3, 2, 1. Ubisoft. Wow. Macht E3 Freude. Auch. Ja, wir gucken uns bunte Farben an, während wir euch nochmal begrüßen zum ersten E3 2021 Livestream-Kommentar von das letzte Level von die letzte Website. Was sehen wir hier? Was ist das? Resident Evil 6. Da musst du halt immer kurz zuhören. Resident Evil 6 Extraction. Ich sehe es doch hier. R6. Resident Evil 6. Ja, okay. Neues, auf jeden Fall ein neues Rainbow Six, aber offensichtlich nicht im klassischen. Sag mal, es ist Resident Evil. Ja, wirklich so mit Postapokalypse und statt Zombies. Realistischer Taktik. Wobei wahrscheinlich trotzdem so taktisch, ne? Sonst wäre es ja kein Rainbow Six. War das nicht irgendwie auch angekündigt als Rainbow Six Quarantine sogar oder sowas? Ja. Haben sie dann aus Pietätgründen geändert den Namen wahrscheinlich. Also haben sie ja selber gesagt, glaube ich, dass es so damit zusammenhängt. Dass aber hier hat auch nur ein Charakter so eine Maske an und die anderen hatten gerade, ach so doch, die haben nur andere Masken. Jeder hat wieder seinen eigenen Stil in dieser Sondereinsatztruppe. Könnte halt sowas sein wie diese Monster gegen Menschenspiele. Multiplayer-Spiele, ne? Immer diese, wie heißen sie? Shooter. Evolved. Sowas. Diese Evolved-Spiele. Jetzt diese Koop-Spiele. Left 4 Dead, ja. Back 4 Blood ja jetzt. Das ist ja jetzt hier auch scheinbar ein reines Multiplayer-Ding, oder? Also ich kann mir ja schwer vorstellen, dass das hier eine Kampagne haben wird. Lass mich gerne überraschen. Das sind doch die Monster von Prey. Von dem letzten Prey von den Dishonored-Machern. Diese schwarzen Glibberviecher. 1:1. Das ist genau wie bei Prey. Die haben mich, erinnern mich auch an irgendeinen. Mann, ey. Auch an irgendein anderes Charakter-Design. Ja, also mich erinnern die noch was an ich von. Irgendwann letztens irgendwo gesehen. Von diesem alten 2D-Jump'n'Run Heart of Darkness, die Gegner, diese Schattenschleimmonster. Nee, auf an was anderes. Was ist denn das? Das erinnert an irgendwas erinnern die mich. Also auch wie so eine 1:1-Kopie. Irgendwie. Also vor allem die mit diesem Geschwür auf dem Rückendraht. Ja. Aber gut, das ist jetzt auch wirklich. Relativ generischer CGI-Film, so sage ich jetzt mal. Ich hätte jetzt auch nicht erkannt, dass es Rainbow Six ist, wenn es nicht da stehen würde. Yeah. Too bad you missed all the fireworks. Team, it's Ash. We're not done yet. VIP down. So, wenn es nach mir ginge, hätte hier die Show jetzt starten können. Einfach ohne Kommentar einen sofort in irgendeine geile Gameplay-Sache reinschmeißen und dann kannst du ein bisschen moderieren. Aber erstmal richtig mit so einem Bam starten. We're on a mission to investigate anomalies identified at the Orpheus Research Center in Alaska. HQ will provide additional instructions. We need new data on the parasite's underground network. It keeps evolving, adapting. Plant auto-trackers on dormant nests. Okay, ich versuche gerade. Ja, das sieht glaubhaft wie Footage aus. Also, ich meine. Oh, Katze, ey. Ich schmeiß dich da raus. Zur Information für alle Leute, die uns nicht so gut kennen: Saskia redet tatsächlich mit ihrer Katze. Ja. Also, es ist halt echt bizarr, weil, also. Es könnte auch jetzt XCOM sein, oder? Es ist so identitätslos, finde ich. Das ist echt extrem, also. Also, ja. Sehr, sehr glatt geschmürgelt, so, okay. Ja. Sieht jetzt nicht scheiße, aber auch nicht beeindruckend aus. Es ist irgendwie so dazwischen.
Sieht aus jetzt wie so jeder der letzten paar Shooter, die so aussehen. Ja, aber halt auch schon in der letzten Generation. Ja. Was ich eigentlich auch noch ergänzen wollte, ist halt eben diese ganzen Gameplay-Reveals immer von mit so neuen Spielen von Ubisoft, die waren immer so, so krass, dann irgendwie zu zeigen, wie cool dies und das aussieht und jenes Menü und diese Funktion, die, wo du irgendwo was auswählen kannst. Aber am Ende ist es total irrelevant halt. Wenn du das Spiel dann spielst, ist es total scheißegal. Und da trägt auch nichts dazu bei, dass das Spiel irgendwie gut ist oder besser wird. Ja, ich finde tatsächlich, also klar, so ein bisschen, es gab ja auch von XCOM diesen Shooter, diesen Third-Person-Shooter, The Bureau. Aber abgesehen davon, eigentlich erinnert es mich noch mehr, auch mit diesem schwarzen Schleim und auch mit diesen Hauptgegnern hier, wie die sich verhalten einfach. Das ist irgendwie schon, oh ja, das ist sehr hart von Prey gefälscht, von dem letzten Prey. Ist auch aber sehr. Resident Evil 7 eigentlich, dieser schwarze Schimmel, ist ja auch. Ja, aber, ja, diese Molded, ja, aber bei Prey ist es halt noch ein bisschen mehr, die sind noch mehr diese Schleimviecher und auch halt diese Aliens, diese Alienartigeren. Und bei Prey sind das ja auch Aliens. Und Prey hat ja auch einen Multiplayer, so mit dieser Mondbasis und so einem Kram, oder, ich weiß nicht, doch, das müsste... Was, ein Challenge-Modus oder Multiplayer? Na, egal. Aber das ist schon auch von den Umgebungen her ist schon sehr hart. Bethesda, Arkane Studios, Prey. Es ist halt irgendwie... Ich meine, ich kann das einfach gerade zu null beeindrucken. Ich habe halt, was ich viel gespielt habe, ist ja eigentlich dieses Hunt Showdown. Ja, es ist ja immer noch halt, aktuell. Ja, das ist halt geil. Das ist auch mal ein anderes Setting, so ein kleiner Twist und. CryEngine, oder? Ja, also es hat Charakter, das Spiel, und macht mega Fun. Ich meine, ich will nicht sagen, dass das Spiel jetzt keinen Spaß macht, aber. Irgendwie fehlt mir da so ein bisschen Persönlichkeit. Ja, ja, genau, das meine ich halt auch, so, ja. Ich würde das jetzt auch nicht von Grund auf so... Jetzt so trashen, das sieht jetzt auf keinen Fall schrecklich aus oder so. Vielleicht wird das auch ein super Multiplayer-Ding. Aber nur so von dem kurzen Eindruck, den man jetzt haben kann, ist es halt so erschreckend generisch. Ja. Und... Hattest du das Prey gespielt? Nee, ja, ganz kurz. Okay. Aber also nicht wirklich... Eben so, du hattest erst 10 Minuten angespielt und gedacht, ah scheiße, ich habe gar keine Zeit jetzt gerade. Und dann habe ich es auch nie wieder gespielt. Ich habe das, als es im Game Pass kostenlos war, habe ich das gezockt und dann stand da so, oh, jetzt ist es aus dem Game Pass verschwunden. Aber dann war ich schon so weit und ich fand es dann so cool, dass ich mir dann noch gekauft habe. Aber das, je mehr ich jetzt hiervon sehe, umso mehr habe ich das Gefühl, das ist schon sehr geklaut. Aber gut. Aber Das hat ja auch so Left 4 Dead an. Also ich meine, Left 4 Dead hat es ja sehr geprägt, einfach das Genre mit besonderen Gegner und so. Und es gibt ja noch das von den Left 4 Dead Machern, dieses neue Spiel. Back 4 Blood. Genau, also ja, das ist schon ein bisschen... Left 4 Dead 3 ist eigentlich... Ja, da ist schon so eine Competition um dieses Genre Multiplayer Team Objective Shooter, so ist ja schon durchaus da. Aber was mich am meisten wundert jetzt an der Sache, ist klar, also sie wollen ihre Brands immer viel nutzen, aber ich finde es so merkwürdig, dass sie daraus ein Rainbow Six Spiel machen, weil nichts hiervon sieht nach Rainbow Six für mich aus. Das ist so unnötig eigentlich jetzt von dem, was man hier sieht, ist Rainbow Six, sondern warum haben sie nicht eine neue IP daraus gemacht? Vor allem, ja, das heißt ja dann trotzdem noch Tom Clancy's Rainbow Six. Hat der irgendwie so einen Roman geschrieben mit so Aliens? Nee, der ist tot. Ja, aber der muss ja, das war ja immer die Argumentation, ja, dass der ja die ganzen Spiele basieren ja immer auf irgendwelchen Romanen von dem. Nicht, also schon lange nicht mehr, weil Ubisoft hat ja, da war ich ja noch bei Area Games, dem seinen Namen einfach, die haben, als er noch gelebt hat, ihm seinen Namen abgekauft. Und sie besaßen dann wirklich den Namen Tom Clancy und haben dann einfach alle möglichen Spiele schon seit Ewigkeiten ohne Buch gemacht.
Ach so. Also klar, die Rainbow Six, dieses Team an sich, das stammt ursprünglich aus Büchern von ihm und so ein paar andere Sachen auch, aber ich glaube, das hat Ubisoft schon längst selber fortgeführt, ohne dass das noch groß mit dem zu tun hat. Okay. Fun Fact. Ist es. Ja. Da spiele ich lieber Hand nochmal. Also viel lieber, habe ich Bock drauf. Okay, seine Freunde wieder. Na, mal gucken, ob irgendwelche sexuellen sexuelle Belästigungsvorwürfe auch von den beiden noch jetzt ans Tageslicht kommen. Davon haben die noch nie gehört, glaube ich. Sagen sie. Ja, wow. Ubisoft? Ja, Vetternwirtschaft? Ubisoft. Nee, sexuelle Vorwürfe, sexuelle Belästigung? Ja. Nee, bei Ubisoft doch nicht. Soll sich auch nicht so sehr gebessert haben, also... Ja, ja. Da gab es ja schon wieder Insider-Leaks und Berichte, ja, dass da die Reinigungsaktion, was diese Sachen angeht, doch eher so eine oberflächliche PR-Show nur gewesen ist. Ja, ich bin auch mal gespannt, wie es dann aber Rockstar ist, weil da ist ja auch angeblich das gebessert worden alles. Mhm. Es gab auch über die Dying Light-Macher solche Anschuldigungen, habe ich gesehen. Echt? Mhm. Hab ich gar nicht. Ich weiß nicht, ob es so ganz krass, aber ich glaube auch doch mit zumindest Benachteiligung von Frauen sehr stark war, aber ich weiß nicht, ob es vielleicht nur darum ging, dass die Mitarbeiter schlecht behandelt haben. Ich weiß nicht, ob das auch irgendwelche Belästigungskomponenten hatte. Da will ich jetzt nicht zu viel sagen, ohne das exakt nochmal zu wissen, aber es gab auf jeden Fall ausführlichere Reportagen darüber, dass da bei denen was in Schieflage ist, und das war schon so krass, dass die Firmenleitung selber auch öffentlich darauf reagiert hat. Also das weiß ich auf jeden Fall noch. Apropos sexuelle Vorwürfe, hier, Rocksmith, hast du nicht das Original davon? Ja, habe ich immer noch. Ich habe auch die Gitarre hier noch stehen. Nee, ich würde mir echt dann überlegen, ob ich das auch... Ich meine, ich habe eine Ukulele und ich habe damit jetzt bestimmt seit über 2 Jahren nicht mehr geübt. Aber die kannst du da nicht anschließen. Nee, aber so ein Ding, trotzdem Gitarre. Das ist schon, ich will das ist es halt cool. Unbedingt, Mann. Ich habe wirklich Bock. Problem, ich habe der eine Hund, den ich da habe. Ich habe ja 2 Hunde. Und einer von denen bellt, wenn du mit der Gitarre spielst. Ja, das Coole ist ja bei dem... Ich war schon mal spazieren mit dem Hund und da ist einfach so einer rumgelaufen. Der hat halt so Gitarre gespielt und mein Hund ist halt voll ausgeflippt. Aber ich meine, wenn er sich ein bisschen dran gewöhnt, dann müsste das aber eigentlich gehen. Aber wenn du diese Rocksmith E-Gitarre da mit dem Kabel an die Konsole anschließt und mit Kopfhörern spielst, dann kannst du auch die Saiten nur so leise anschlagen, dass die Gitarre gar nicht so Geräusche macht. Also du hörst ja dann trotzdem das vom Spiel erzeugte Geräusch, weil das ja so quasi ist, dass die... Du spielst die Saiten an der Gitarre an, aber aus dem Spiel kommen dann so krasse Geräusche, als wenn du in so einer fetten Band spielen würdest. Mit denselben Tönen halt. Ja, also die... Nur das hätte ich gern. Ich würde gern auch Gitarre lernen. Ich will Ukulele fange ich morgen wieder an und jetzt dann im... Wann ist es Ende des Jahres? Rocksmith will ich Gitarre lernen. Das ist mein nächster Wunsch. Neben meiner Yoshi-Leggings und der Xbox Series X und der Nintendo Switch Pro, die natürlich dann auch jetzt bald angekündigt wird. Das darf man nicht vergessen. Also wenn du das machen willst, nimm nicht die allererste Version von Rocksmith. Weil die war noch richtig fies. Das war nämlich das habe ich für Golem getestet. Achso, nee, ich will jetzt hier das Neue, was da jetzt kommt. Ja klar, natürlich. Du guckst doch auch die Konferenz, oder? Nee, aber ich wollte das nur als Info geben, dass damals bei dem, was ich getestet habe, war es halt so, das System hat echt gut funktioniert, das mit dem Kabel an die Konsole anzuschließen, die Gitarre, und dann diese Übungen zu machen und so. Nur... Der Gitarrenlehrer war ein richtiger Asi von diesem Spiel, diese KI. Wenn ich irgendwas so einmal richtig gespielt habe, so eine irgendeine komplizierte, schwere Sache, wo man ganz lang für üben musste, dass man die einmal richtig spielt, hat er sofort gesagt, okay, cool, nächste Übung. Und die war dann so 8-mal so schwer. Dann habe ich die sofort verkackt. Und dann heißt es wieder so, oh, du bist ja doch nicht so gut. Dann geh mal wieder an den Anfang zurück. Und dann muss ich wieder alle Übungen von Anfang an machen. Also es war immer so... Du steigst 10 Level auf und fällst dann wieder 10 Level runter, aber ich konnte nichts mal so richtig üben und verinnerlichen. Ich konnte nicht einfach mal so
eine Übung so lange machen, bis ich die richtig perfekt konnte und jedes Mal richtig spiele, sondern er hat mich einfach immer sofort in die nächste Stage dann geschickt. Und das hat nicht so funktioniert, da war der Lerneffekt nicht so hoch. Okay. Aber der Nachfolger war besser, da konnte man mehr selber bestimmen, wie schnell das Tempo ist und hatte einfach noch bessere Möglichkeiten als Anfänger, sich reinzufinden. Also da haben die schon dran gearbeitet. Und ist diese Gitarre, die da, ist die dann dabei oder muss man die... Ja, es gab da so Bundle, die... Und ist es eine Gitarre, die dann auch so funktioniert oder funktioniert die nur... Nee, das ist auch eine, die es schon vor dem Spiel so zu kaufen gab sogar. Das ist eine echte Gitarre. Ja. Okay. Die gibt's auch für, also das ist halt unten so ein ganz normaler großer Stecker, wie diese großen Mikrofonstecker, glaube ich, diese großen Klinkenstecker, der in die Gitarre rein kann. Nur das Besondere, was bei dem Spiel dabei war, ich meine, das kann man bestimmt auch für andere Programme, für so MIDI-Anwendungen und so, kann man sowas bestimmt auch kaufen, aber ist halt so ein Klinken-Ding auf USB, damit du das an die Konsole anschließen kannst. Über den USB-Anschluss der Konsole. Okay. Und das braucht man halt. Da hat übrigens, glaube ich, genau das gerade das angesprochen, was du gerade das Problem hattest, dass das so tricky Stellen, dass du die ganz oft wiederholen kannst, so oft wie du willst. Ja. Und dann auch also ausschneiden kannst anscheinend selber. Ja, ja. Genau. Dass ich nicht immer wieder, wenn ich dann mal bei der aktuellen Übung mal ein paar Mal verkacke, sofort wieder zum Superanfänger degradiert werde. Aber ich will auch nicht, wenn ich einmal was Schwieriges einmal geschafft habe, sofort zum Profimodus gelevelt werden. Ja. What the fuck? Was gibt es denn jetzt nur für einen PC? Bisher? Also hat er irgendwas vom Mobile zwischendurch gesagt und PC? Ja, du kannst anscheinend dein Handy halt benutzen auch. Ja, ja. Aber ich will nicht am Rechner sitzen, um das zu machen. Ja. Ich will das, also es gab ja noch einige Rockstar-Versionen über die Jahre, also... Ich will es haben. Ja, ja. Und jetzt Wort drauf, morgen fange ich wieder an, mit der Ukulele auch zu üben. Sehr gut. Das ist ein guter Anfang. Since then, the project's grown by jumps and grinds. Gucken, meinst du, die zeigen das Skulls and Bones? Naja, okay. Mal sehen. Aber ich möchte noch mal kurz ein bisschen wieder Lob reinbringen. Jetzt gerade gefällt mir das Tempo wieder. Also, wie zügig es weitergeht mit den Sachen bei der Konferenz hier. Ach, es ist... Die machen, probieren sie aber auch immer wieder, ne? Ja, ne? Diese absurden... Misch-Trendsportspiele. Ja. Und eigentlich ist das ja jetzt auch nur so eine eine Fortsetzung von diesem Gedanken von so Spielen wie The Crew, wo sie auch so gemacht haben. Alle Autoarten fahren durch die Pampa und alles durcheinander. Aber guck mal, das sieht ja sogar lustig aus. Mit Fahrrad, mit ja, es ist ja wie Fahrrädern, so ein MMO mit so komischen sieht es aus. Jetpack, mit so komischen... So ein Trendsport-MMO. Das sieht aus wie ein GTA Online, bloß mit Sport. Oh, hast recht, ja. Die Ästhetik erinnert auch ein bisschen, ne? Okay, das sieht bisher cool aus, finde ich sogar. Das könnte lustig sein, außer es wird jetzt trashig. Ach, auch noch Schneesport. Wie heißt das? Eissport? Schneesport? Wie heißt denn das nochmal? Kältesport? Also im Game Pass würde ich das durchaus zocken. Ich habe ja immer gerne Amped gespielt, Amped 1 und 2, auf der alten Xbox, Original. Sieht ja aber auch übelst aus wie die Crew, die Crew-Karte. Aber das ist halt wieder so eine Sache, wenn das jetzt zum Beispiel im Game Pass wäre oder Free-to-Play, glaube ich, würde ich das echt immer mal wieder gelegentlich zocken, einfach just for fun. Aber ich würde mir das niemals kaufen, weil ich weiß, das ist kein Spiel, was ich so länger am Stück spiele oder so durchzocken würde oder so. Ja. Ich würde das so alle paar Wochen mal abends eine Stunde anmachen und da ein bisschen Snowboard fahren oder mit so einem BMX-Bike, wenn es halt in irgendeinem kostenlosen Abo drin wäre. Dafür wäre das perfekt. Also dann würde ich das richtig feiern sogar. Muss halt Microsoft eigentlich nur Ubisoft kaufen. Stimmt.
Das war aber wirklich mal im Raum, ne? Das war auch mal so ein Gerücht. Ja, ich weiß. Ja. Diese ganzen absurden Gerüchte, das war eins davon. Also, ich weiß nicht, inwieweit das von diesem Massively Multiplayer-Ansatz, das sieht schon so sehr, sehr krass danach ja aus, ne? Das könnte auch ein geiles Spiel sein, einfach um mit vielen Freunden so einen Party-Chat zu machen und sich einfach nur so online zum Labern zu treffen und nebenbei ein bisschen diese lustigen Sportarten zu machen. Wie so ein 3D-Chat-Room halt so, wo man ein bisschen noch rumspasten kann mit den mit dem Spaßsachen. Ja, ist halt irgendwie wie GTA Online. Dann. Ich hab nicht rumspasten gesagt. Und dann GTA 6 Online, dann gibt's da sowas auch. Ich habe nicht rumspasten gesagt, ich habe rumspasten gesagt. Das war von Spaß abgeleitet. Okay. Nicht, dass YouTube uns hier irgendwie komplett sperrt oder so. Man hört ja immer so Gruselgeschichten. Aber falls das passiert, unseren Patronen ist es scheißegal, weil die hören diesen Audiokommentar ohne Bild bei Patreon auch als exklusive Podcast-Version. Da muss man auch nochmal drauf hinweisen. Hm. Alle Informationen gibt's auf www.dieletzte.website. ET-Referenz. Okay, Zwischenfazit hat mich bisher am meisten überzeugt von allen Sachen, die vorgestellt wurden. Hey, Rocksmith. Ja, Rocksmith ist aber halt einfach was, was schon vorher gab, nochmal wird fortgesetzt, so, also. Es sieht auf jeden Fall lustig aus, aber es ist jetzt auch nicht... Naja, es ist jetzt kein Bahnrechnerkracher, wie gesagt. Also es wäre jetzt kein Ding, was ich mir auch zum Vollpreis kaufen würde. Aber es hat wenigstens ein bisschen Charakter und Witz. Ja, das auf jeden Fall. Also, das auf jeden Fall. Im Gegensatz zu Rainbow Six Extinction. Ja. Es ist auch diese Fun-Komponente, wie man sie halt von so Spaß hier Party-Games kennt. Wenn das da noch mit drin ist, dann gerne. 2. September. Das ist ja schon... Wow. Ja, ist ja schon bald. Das ist mal erstmal hier halblang. Es fängt ja erstmal Sommer an, aber trotzdem ist es schon bald. Year 6 is off to a blazing start with Siege passing 200,000 concurrent players. So my Rainbow Six Siege. If you haven't joined in yet, 2021 is the perfect time to drop in. Zeigen die das jetzt nochmal, weil da soll's ja auch nochmal so ein Aftershow Event gleich danach geben, wo die irgendwie neue Inhalte dafür zeigen, also könnten die das doch jetzt einfach weglassen. Ja, eigentlich schon. Aber warum steht denn das jetzt eigentlich? Müsste das eigentlich noch nicht N? Das hat Robert auch gesagt letztens, weil bei Far Cry 6 war das auch mit A. Gibt's da, es stand auch vorhin schon bei Rainbow Six, es steht immer A Ubisoft Original. Aber hat es vielleicht auch damit zu tun, dass es ein Nomen ist? Und dann ist es A? Ja, das könnte so eine stilistische Sache dann irgendwie sein, aber. Ich glaube nicht, dass das irgendwie ein Fehler ist, den die jetzt zum 10.000. Mal übersehen haben. Ja, nee, das ist schon Absicht, aber ich frage mich halt, warum. Ob es da irgendein Anglizismus Student studiert, ein Englisch-Doktor oder so, der zuhört, der das uns erklären kann. Was erzählen die denn da jetzt eigentlich? Das Spiel ist seit wie vielen Jahren raus? 10 Jahren? 8 Jahre? 9 Jahre? Mhm. Wir kennen das Spiel doch und es ist auch immer noch erfolgreich. Ja, und wie gesagt, sie haben um 22 Uhr jetzt unmittelbar hier nach eine reine Rainbow Six Aftershow-Info-Veranstaltung, wo es nur um Rainbow Six geht, also Siege. Ich guck gerade wegen Ubisoft Original. Also hier steht auf jeden Fall, dass
einfach nur Ubisoft Original ist so ein Branding, was die jetzt eingeführt haben vor kurzem. Okay, aber rein, also dadurch aber wahrscheinlich, dass es ein Nomen ist oder ein eigener Name kann man A wahrscheinlich sagen. Ich schätze mal, das wird so sein, ja. Obwohl beide Worte beginnen mit einem Vokal. Mir ist das auch neu, also nicht neu, so zu hören, aber dass man das so, also so umgangssprachlich, um irgendwie auch zu untermauern, dass man etwas Singuläres irgendwie so meint, man will das so protzig untermauern oder so, da kenne ich das schon so, aber mehr so aus der Gossensprache und nicht so in so einem Unternehmensprofil-Ding. Ja, keine Ahnung, das ist vielleicht auch einfach was wir nicht kennen, dann sprachlich. Ist aber auch so unnötig. Warum? Ist das jetzt bei Assassin's Creed steht das dann auch unten drunter? Warum machen die das jetzt auf einmal? Warum von allen Dingen schreiben die jetzt unter jedes Spiel A Ubisoft Original? Warum? Ist irgendwas passiert? Iconic, it's iconic. Ach so, ja, okay. Gut, dann. Ja, guck mal, Ubisoft ist wirklich wahrscheinlich der krasseste PR-Publisher, also. Ja. Und EA. Ja, aber EA macht es halt meistens, verkackt es halt meistens. Ja, Ubisoft auch. Ubisoft übertreibt es meistens, hauptsächlich. Aber Ubisoft macht es, EA macht es halt fast grundsätzlich scheiße. New projects aren't the only things to be excited about this year. Take a look at the incredible. Das heißt hier new, ihr habt ein neues Spiel angekündigt. Und die anderen waren schon bekannt. Ja. Es ist schon vorbei wieder fast. Aber ich habe jetzt hier auch gelesen bei Eurogamer in der News darüber, von Mai 2021, dass die sich auch fragen, warum Ubisoft dieses Label braucht, weil sie publishen ja gar nichts von anderen Entwicklern, außer ihren hauseigenen. Und ob das vielleicht ein Hinweis aber ist, dass sie das vielleicht, dass sie als Publisher für andere dann auch in Zukunft was machen, mehr. Aber das ist ja auch nur Spekulation jetzt. Ja, stimmt. Das könnte. Und das ist ja auch ein Ding, die haben doch in dem letzten Investor Call eigentlich auch so gesagt, dass die eigentlich mehr Free-to-Play-Spiele machen wollen und Mobile Games. Ja. Vielleicht hängt das auch noch irgendwie mit zusammen. Das hier sieht alles gerade wie so ein Mobile-Gedöns aus. Boah, das andere, aber dieses. Pass auf, ich glaube, es wurde doch auf der Nintendo Indie Direct angekündigt, das neue Teenage Mutant Ninja Turtles, das sieht geil aus, da freue ich mich auch drauf. So wie das Original halt, auf dem SNES. Sneeze! Habe ich keine Zeit für, ich bin immer noch damit beschäftigt, nicht The Crew 2 zu spielen und nicht Watch Dogs Legion zu spielen. Ja. Ich habe das ja sogar, das Watch Dogs, aber ich habe es immer noch nicht angefangen. Ich habe es nicht einmal gestartet bisher. Ich habe es installiert. Großer Reiz da offensichtlich. Ich will das schon irgendwann mal ausprobieren, nur so aus Neugierde. Aber Ubisoft ist auch selber schuld, weil ich auch viel zu viel Zeit in Assassin's Creed Valhalla gesteckt habe. Betonung auf viel zu viel. Und ich gucke mir meine schönen Schleichdinosaurier an, die ich mir gegönnt habe. Stehen direkt unter meinem Bildschirm. So ein Velociraptor und ein T-Rex. Die können beide auch den Mund aufmachen. Aha. Oh, guck mal, da war doch eben wieder dieser Schauspieler da, oder? Dieser Punisher. Barenthal? Ich weiß nicht, wie der heißt. Der auch bei Walking Dead mitgespielt hat? Ja, genau, der. Ja. Von dem kann ich mir nie den Namen merken, tatsächlich. Also. Okay, was? Sims. Warum soll ich jetzt laut werden? Ich will jetzt wirklich einen Grund haben, laut zu werden, wenn das schon so angekündigt wird. Ich hab's gewusst. Ich hab gewusst, dass es was ist, wo ich nicht für laut werde. Wo ich persönlich nicht für laut werden würde. Warst du so eine Just Dance Troller? Ich? Früher? Nee.
Noch nie. Ich glaube, Patrick aus Hürth war so eine Just Dance Troller. Der hat das auf BitConnect, glaube ich. Das, aber das war, glaube ich, Dance Central, ne? Also ich habe Wii Fit damals. Das war so das einzige Bewegungsspiel. Okay. Ah, guck mal, jetzt fällt das halt weg, dass wir das, dem sein Hintergrund sieht mega cool aus. Das Pink und Blau ist momentan auch absolut meine Aesthetics, muss ich sagen. Und der hat ja auch blaues Shirt und pinke Haare. Wow, das ist so mein Fashion. Das ist so mein Fashion Role Model. Ja, Fashion, aber hier. Ja. Das Spiel sieht fotorealistisch aus. Normalerweise wäre das jetzt auf irgendeiner, auf der Ubisoft-Bühne im LA-Theater ja. Cringige Choreografie gewesen. Das ist der Moment, wo man, wenn man live dabei ist und filmen muss. Pissen geht und Snacks holt. Nee. Du versuchst verzweifelt schnell die Akkus von der Kamera zu wechseln und Speichermedium auszutauschen, damit ja nichts voll wird und so. Damit die Kamera ja läuft, wenn was Interessantes kommt. Also früher war das so, heutzutage kann ja jeder den Livestream einfach sofort runterladen. Also ist ja, muss man ja nicht mehr selber filmen. Aber ich stand da damals, als ich noch vor ganz langer Zeit, ich glaube 2012 oder so, bei der E3 war, irgendwie mit 8 Akkus, die immer nur eine halbe Stunde gehalten haben und so noch so DV-Tapes, die ich immer wechseln musste. Gott. Das klingt wie aus einem alten, anderen Zeitalter. Ja, war es auch so ein bisschen. Ist dir eigentlich aufgefallen, random, dass im November, es ist 10 Jahre her, dass Skyrim erschienen ist. Ja, und ich habe es kürzlich noch als Game Pass-Titel runtergeladen und kurz angespielt. Ja, ich habe es auch runtergeladen, aber ich habe es noch nicht angespielt. Ich habe eigentlich voll Bock. Und dann habe ich auch gesehen, dass es immer noch auf der Wii, also nee, auf der Switch, ziemlich teuer ist. Dafür, dass es halt so ein alter Titel ist. Ja, es ist halt. Es verkauft sich einfach immer noch zu gut. Viking? Valhalla. Ich will kein DLC mehr dafür haben. Ich wollte schon den ersten DLC. Ich will das einfach irgendwann mal zu Ende gespielt haben. Die sollen das nicht immer größer machen. Haben die nicht auch gemeint, dass dieses Jahr auch kein neues Assassin's Creed kommt? Oder? Ja, dass es jetzt erstmal ein paar Jahre wieder Pause ist oder so? Ja, wäre gut. Oder ist es nicht sogar immer jetzt in den letzten Jahren so gewesen? Ja, stimmt, es war. Aber war nicht nochmal was ganz speziell? Die haben ja sowieso immer diese Pause, aber jetzt seit neuestem halt. Aber war nicht nochmal was, dass sie gesagt haben, die machen nochmal extra Pause? Ach, ich weiß nicht. Naja. Ja, wäre nicht schlecht. Hast du eigentlich eine A-War oder einen A-War gespielt? Eine A-War, weil ich dachte, dass man dann im Spiel immer wieder switchen würde. Man kann das auch irgendwie, aber ich bin da zu voll für, immer ins Menü zu gehen, den Animus zu wechseln, das Geschlecht zu ändern. Jetzt bin ich einfach bei der Frau geblieben, aber die ist auch cool. Okay. Aber ich muss echt sagen, je länger ich das jetzt gespielt habe, umso mehr finde ich irgendwie, dass die Spielwelt extrem unabwechslungsreich ist. Und bei den alten Assassin's Creed-Spielen, die ich noch gespielt habe, die ersten 4, da waren ja immer noch wenigstens so riesige, reale Städte nachgebaut aus der alten Zeit und mit ganz vielen Details und einigermaßen mit den ganzen Wahrzeichen und so, ne? Und sowas Komplexes in der Art hat man halt gar nicht mehr. Es ist einfach nur so eine, also fast, da gibt es natürlich so kleine Städte und kleine Burgen, aber die sind auch alle, fast alle identisch. Ich habe das Gefühl, dass Valhalla wirkte im ersten Moment so, als wenn das krass detailliert wäre, aber je mehr du spielst, umso mehr merkst du, dass es eigentlich fast nur Copy-Paste ist. Okay. Und diese komplexen, großen, weitläufigen Städte mit diesen ganzen unterschiedlichen Gebäuden, diesen ganzen der Realität nachempfundenen Sachen, waren eigentlich viel komplexer und ja, sinnvoller zu erkunden. Okay. Ja, so auf Bildern und so, Screenshots und Videos sieht es halt geil aus, aber. Ja, es kann keine Sekunde zum Beispiel mit so einem paar Jahre alten Red Dead Redemption 2 mithalten. Zum Beispiel. Hm. Oh, ja, das ist auch einfach. Es ist einfach so schön, da nochmal durchzureiten. Und irgendwelche Tiere zu töten und Menschen zu fesseln.
in order to safeguard your clan's future. Players may be excited to learn that black box infiltration missions are returning. This means you're given a goal. Das ist auch was, was du vermisst hast, Black Box Infiltration. Ja, total. Das war der Grund, warum ich zwischendurch überlegt habe, aufzuhören zu spielen. Nee. Ach so. Gar nicht. Krass. Nee. Watch out for the Siege of Paris coming this summer. Wow. Ich war jetzt einmal richtig mind blown, weil ich so dachte, krass, hier ist eine verschlossene Tür, wo man scheinbar nach dem explosiven Fass, um die Tür zu öffnen, voll krass suchen muss. Das ist voll gerissen versteckt, das ist voll das krasse Rätsel. Und so nach 15 Minuten rumlaufen, stelle ich fest, ach nee, das explosive Fass steht direkt bei der Tür. Ich habe es einfach nur nicht gesehen. Und das war dieser Moment, wo ich dachte, dass es einmal ein bisschen fordernder wäre. Wow. Boah, da kriege ich richtig Bock auf einen Kingdom Come-Nachfolger, ey. Ich habe mir so gewünscht, dass das angekündigt wird. Gestern war doch Koch Media. Und dann haben sie halt angekündigt, Kingdom Come kommt ja auf die Switch. Und irgendwie Merch jetzt, aber nicht mal einen zweiten Teil, Mann. Ich will jetzt Kingdom Come 2 haben. Ich fand den ersten echt extrem gut. Hast du das eigentlich gespielt, Kingdom Come? Nee. Du hast es immer aber erwähnt, dass es so cool wäre. Ja, also es ist ja, also ich meine, es tendiert schon sehr, dass die Leute das gut finden, also sehr gut finden, aber es gibt auch natürlich Mängel an dem Spiel, ne? Also die sollte man auch nicht ignorieren, aber wenn man Skyrim oder so mag, also ich fand es schon sehr geil. Und die ganze Welt einfach, ach, so geil, so dieses europäische Mittelalter halt einfach. Also europäische Wälder und nicht immer nur Dschungel oder so. Das ist echt. Oh nein. Ja, das ist das, wo Leute am meisten sich drauf gefreut haben heute. Was? Was ist denn die erste? Was schon von wer? Season 2? Von was? Oh, Ubisoft. Ach. Das ist schon rausgekommen? Davon habe ich ja gar nichts mehr mitgehört, diese komische, das ist doch so, war das nicht so Stromberg mit Spieleentwicklern? Oder wie war das? Ja, also The Office mit Spieleentwicklern. Ja, aber ich doch, ja. Ja, ist ja Stromberg. Ich hab das nie gesehen, ich habe da auch eigentlich nicht wirklich von gehört, aber Wow, okay, das war schon. Was? Noch ein Film? Was? Okay. Katze. Nächste Katze. Ja. Ja, Iggy. Dass Ubisoft so viel machen will, also dass Filme machen will, und das ist ja auch schon seit Ewigkeiten bei denen so ein Ding. Oh, Iggy, hallo. I'm not sold at all. Das ist jetzt eine andere Katze übrigens, mit der ich rede. Also es ist jetzt nicht. Es gibt ja drei hier von den Dingern. Diesen nervigen. It's not Emerson Flint. It's one of you. Oh. Okay, well. We don't understand. Could you please come out? I'm afraid I can't do that, Ranger Wheeler. You could be one of them. Ach du Scheiße, soll das in Ernst gemeint ein Kinofilm sein? Nee, On Demand stand da. Okay, ich hab gedacht, es käme auch im Kino raus, aber dann bin ich ja zumindest so halb beruhigt, aber. Vielleicht wäre es ein Kinofilm gewesen, wenn es keinen Corona gegeben hätte. Das wäre ein lustiger Film. Da kann ich ja nur beten, dass da niemals ein Haben die gerade ernsthaft so Tweets zitiert? Ich weiß nicht. So schnell konnte ich nicht lesen, weil die Zitate so schnell weg waren. Ich meine, er muss ja nicht schlecht sein.
Nein, aber dann sollen die halt auch mal was zeigen, was nicht so lame ist wie das jetzt gerade. Ja. Nee, das ist auch im Kino. Ah. Das ist auch im Kino. Oh mein Gott. Ja, okay. Follow Mythic Quest on Apple TV Plus and be sure to catch Werewolves Within this summer in theaters or on your on-demand. Okay, also auch bei Netflix heißt es. No hero story is complete without a great rival to match them. After all, even the most vile tyrant is a star of their own narrative. Man hört jetzt auch im Hintergrund übrigens das Kraulgeräusch von der Katze. Und Schnurren vielleicht. Okay. Ich höre davon ja nichts in während unserer Aufnahme. Deswegen. Über Mikrofon. Ich höre es halt über mein. Die Zuhörer wissen mehr als ich. Oder Zuschauer. Ja. Die wissen immer mehr als ich, was das angeht. Also, wenn sie dieses Rauschgeräusch so ASMR. Das ist das Kraulgeräusch von seinem Kopf. Aber hier jetzt bei dieser Far Cry 6-Sache, bei dieser Ingame-Cutscene. Dachte ich jetzt erstmal, das ist wieder eine Szene aus diesem Film gerade. Naja, so fotorealistisch sieht es so auch nicht aus. Nee, aber der Film sah halt auch nicht gut aus. Ja. War halt auch so übertrieben ausgeleuchtet und so kulissenhaft und steif geschauspielert. Ich meine Far Cry 6, also... Ist das was für dich? Der hat eine eklige Kruste am Kopf. Ja, auf jeden Fall. Dein Hund? Nee, die Katze. Ach so. Ja, der Hund auch, aber jetzt gerade die Katze. Irgendwas. Ja, Far Cry macht echt immer Fun. Also Far Cry 5 habe ich jetzt letztens gespielt. Das ist schon sehr gut. Muss man sagen. Okay. Ist halt lustig und es macht Spaß einfach nur. Okay, also wirst du den 6. auch holen? Ja, aber auch erst wieder. Also, wenn der halt dann wieder im Angebot ist für 20 Euro oder so. Hm. Eigentlich bin ich ja nicht so. Ich bin ja nicht so dieser, ich kaufe mir nur Spiele, die im Angebot sind. Das war nicht so abfällig gemeint. Doch, ein bisschen schon, weil mich nervt es, ich habe so viele Leute kennengelernt. Ja, bei Resident Evil 8 hast du dir zum Launch geholt. Haben wir uns ja beide zum Launch geholt. Ja, ich meine, bei Biomutant auch halt, ne? Ich meine, klar, aber im anderen, ich finde halt, ich habe gerade gestern mit jemandem darüber geredet, dieses, ich kaufe mir Spiele nur im Angebot oder der hat auch dann, oh Gott, ey, der hat gesagt, ich meine, ich trete vielleicht jetzt ein paar auf den Schlips, aber für ein Spiel, wenn es 60 Euro kostet, sollte jede unterhaltene Stunde ist ein Euro wert. Also wenn er ein Spiel für 60 Euro kauft, dann will der auch, dass das Spiel 60 Stunden ihn unterhält. Und ich finde, Alter, das ist voll... Aber kann er ja haben, gibt's ja. Ja, klar, natürlich, aber das ist so richtig, was ist ein Entitled? So voll... Weißt du, was ich meine? Ich hasse diese Anglizismen irgendwie, aber dieses... Überhaupt nicht, ich kenne so viele Menschen, die überhaupt nicht verstehen, dass Spieleentwicklung halt ein fucking Job ist und dass man da gefälligst auch für bezahlen kann, dass man dann ein Spiel spielen darf. Ich verstehe es natürlich, wenn man nicht so viel Geld hat. Ja gut, aber ich meine, in dem Fall, wenn er selber Spiele sagt... Ein Angebot zu kaufen, aber darum geht es ja, mache ich ja auch. Also das meine ich gar nicht. Und wie gesagt, die ganzen Far Cry, die letzten, habe ich alle im Geschenk gekriegt, wenn sie im Angebot war. So... aber so allgemein immer auszuhalten und zu warten und irgendwie und halt vor allem die Argumentation, ich meine, wenn man wartet, wenn man nicht viel Geld hat, ist auch nochmal was anderes, weil wenn man einfach diese Argumentation mit, nee, also ich sehe es nicht ein, 60, 70 Euro für ein Spiel zu bezahlen, ich finde, nee, das tut mir leid, das geht bei mir halt voll gegen den Strich einfach. Naja, also einfach nur im Moment, diese Aussage, aber, ich sehe es nicht wenn ein. Aber wenn jemand das sagt und dann auf das Spiel verzichtet, finde ich das in Ordnung. Er will halt das Produkt nicht haben, das reicht ihm halt nicht. Ja, natürlich. Ne? Also Piraten ein anderes Thema so. Wäre, wenn er sich die dann einfach immer klaut oder raubkopiert aus Prinzip. Ja, das natürlich, das macht es noch schlimmer. Das wäre halt scheiße. Aber wenn er es dann einfach nicht kauft, gut, ist ja seine Sache dann. Ja, natürlich, ja klar, auf jeden Fall, aber das ist, meine ich ja, diese Zusatzinfo dann zu sagen, nee, also ich sehe es auch nicht ein, so viel Geld für so ein Spiel zu bezahlen. Das finde ich halt... Wenn er einfach sagt, ja gut, ist mir zu teuer, ist mir halt nicht wert, okay. Aber zu sagen, mir ist es die Arbeit von 10, 5, 20, 200 Leuten, ist es mir nicht wert, das finde ich, nee, das ist so arrogant, tut mir leid. Das ist nicht so. Aber ist es nicht so, dass du diese Leute mit dem Geld ja gar nicht wirklich
so bezahlst, wie du das denkst, sondern dass du größtenteils jetzt zum Beispiel, wenn du wie für ein Activision-Spiel kaufst, Bobby Kotick bezahlst und so ein paar CEOs. Ja, das ist natürlich von dem Gesamtpreis des Vollpreisspiels. Aber man darf ja nicht vergessen, dass es ja trotzdem refinanziert wird. Ja, also, dass ja, ein gut, Bobby Kotick viel zu viel Geld kriegt und das ist ja, steht ja außer Frage. Aber das ändert ja nichts daran, dass trotzdem der Grundsatz, wenn sich ein Spiel nicht verkauft, wie viele Entwicklerstudios hat man denn eben ja schon gesehen, die dann, ich meine, ob das Spiel dann auch scheiße war, klar, ne, aber es kann auch einfach Unglück sein, so, dass das Spiel verkauft sich nicht und dann muss halt so ein Studio eingestellt, also muss halt aufhören. Mhm. Vor allem bei so Indie-Spielen oder so, die dann halt auch mal 30 Euro verlangen und dann da schon argumentiert wird, ja, das ist aber ja nur ein Indie-Spiel. So, ja, aber das ist nicht nur ein Indie-Spiel, die haben halt einfach, die sind halt einfach unabhängig. So, Indie steht nicht dafür, dass es weniger wert ist. So, es ist, ich finde halt die Wertschätzung von der Arbeit. Ich meine, klar, man kann jetzt gegenüber zu großen Publishern stehen, wie man will. So, ne? Also, wie gesagt, die ganzen Ubisoft-Spiele habe ich mir in letzter Zeit ja auch immer nur im Angebot gekauft. Aber ich finde halt diese grundsätzliche. Ne, keine Ahnung, das ist halt. Sehe ich halt so. Ist ja auch okay, wenn das Leute anders sehen. Ne? Also, aber trotzdem bin ich in dem Fall. Habe ich eine starke Meinung, sag ich mal. Dann halt das einfach so niederzureden. Zu sagen, ja, nee, also ich möchte keine 20 Euro für Valheim ausgeben, weil, das ist Early Access und das ist nur Indie-Entwickler. Hä? So, nee, Mann, es geht halt gar nicht so respektlos irgendwie. Nee, also wenn. Ich finde, man kann sich nicht darüber beschweren, wenn Spiele, egal wie teuer sind, wenn die Entwickler sagen oder der Publisher, das ist jetzt so teuer, dann ist das so teuer. So, die müssen das rechtfertigen, ob das funktioniert. So, also du kannst ja auch zum Beispiel, ne, mit einem Spiel, das 30, gab es ja auch schon genug, 30 Euro zum Launch kostet, viel erfolgreicher sein, weil es dann mehr Leute kaufen. Also ja. Ja, aber eben, es ist deswegen ein komplexes Thema. Also es geht ja nicht nur um den Kunden und die Entwickler, sondern um diesen ganzen Markt und die Finanzmodelle und Wege, die man nehmen kann. Also das ist ja eine viel komplexere Sache letztendlich sowieso. Aber ich weiß, was du meinst. Was? Ich weiß, also diese Einstellung zu sagen, jetzt nicht Was ist das Far Cry 3 Blood Dragon? Warum wurde das jetzt... Hä? Wir haben nicht aufgepasst. Scheint im Season Pass zu sein von irgendwas. Ja, dass da auch alle Villains so mit dabei waren jetzt gerade auch. Ja, ist bestimmt nur so eine Gesamtbox oder so. Hm. Ja, stimmt. Überhaupt was? Ich guck mal kurz bei Kotaku. Ah, Mario und Rabbids. Es ist ein neues, So. Was wollen wir noch sehen? Wir wollen sehen Beyond Good and Evil 2. Ja, aber das könnte auch interessant werden, weil das Battle of King, wie hieß denn das nochmal? Dieses XCOM-mäßige, das war sehr gut. Ich lese hier gerade nur bei Kotaku, Mario und Rabbids Kingdom Battle Switch Sequel leaked bei Nintendo. Ja, ist cool. Scheint also schon bekannt zu sein. Von Nintendo selber geleakt worden, ja Mann, ey. Das okay, hier steht jetzt, pass auf, das ist auch schon alles vor der Konferenz bekannt gewesen. Far Cry 6 Leak shows playable villains from past games. Ah, cool, aber gut zu wissen. Also, die sind spielbar. Hä? Okay. Ich guck mal, was hier steht. Halt du uns auf dem Laufenden, was Rabbids und Mario angeht. Das ist bisher nur CGI-Trailer. Aber Kingdom Battle war so cool, also es war wirklich richtig gut. Es ist ein richtig gutes Spiel, also der zweiten Teil bin ich dabei. Ist auch so ein strategisches Rundenspiel gewesen, ne? Ja, wie so XCOM. Mhm. XCOM bloß mit Mario-Figuren und Rabbids halt. Taktisch, strategisch. Müsste sich Ubisoft revanchieren für den Leak? Dass sie einfach auch leaken, dass Nintendo die Switch Plus ankündigt. Ja. Wie hat denn Nintendo das gemacht? Was ist denn die Info? Keine Ahnung. So. Konnte ich mir jetzt nicht alles durchlesen. Okay, also im Far Cry 6 Season Pass werden diese Bösewichte aus dem alten Spiel irgendwie drin sein in irgendeiner Form. Mhm. Man kann die selber spielen. Hm.
Vielleicht auch nur Multiplayer dann. Oh nein! Wer ist das? Saskia? Ich weiß nicht. Bob Oms jetzt auf jeden Fall, die kennt man, aber was das ist, habe ich mich jetzt gerade auch. Das ist, glaube ich, ein neuer. Bob Oms, das sind so die Javas der Mario-Welt. Na, cool. Ist ja auch so ein Pokémon. Na, was eigentlich noch fehlt, ist doch, dass sie sagen, Rabbids und Mario und Sonic, dass der jetzt noch dazugekommen wäre. Boah, nee, ey. Sparks of Hope. Ich weiß nicht warum, aber ich finde Sonic. Ich habe dieses Sonic Adventure damals auf der Dreamcast, das war cool. Ja. Aber an sich ist Sonic wirklich so. Ich fand Sonic also früher auf den ganz alten Sega-Systemen die ganz klassischen ersten cool, aber ich habe die auch nie wirklich ansatzweise durchgespielt. Also ich habe meistens auch immer nur die ersten zwei Stages oder so gespielt, weil die viel zu schwer waren. Also konnte man ja kaum kontrollieren, wenn die immer schneller wurden. Okay. Aber siehst du, das ist halt so aufregend, dass wir jetzt schon anfangen, über Sonic zu reden. Du erzählst irgendwie, das finde ich sogar wirklich interessant. Du erzählst da von deinem Kumpel, der keine Spiele kaufen will, weil er zu viel Geld findet und. Das war ja aber nicht bei Mario & Rabbids, das war ja jetzt bei. Was war das? Bei Far Cry. Far Cry, ja. Expanding our universe on a major scale. This time it's not just the mushroom. Das ist die ganze Galaxy. Wow. Das ist also wie die Odyssey, dass man dann so ein Raumschiff auch hat und rumfliegt wahrscheinlich. Sag ich aber mal. Ja, cool. Warum sind eigentlich denen ihre ganzen Studios alle so wie so krasse Setpieces? Bauen die das alles extra auf oder sehen die Studios wirklich alle so gelackt aus? Ja, die richten das natürlich her und dann macht das auch viel die Beleuchtung immer, ne? Diese studioartige Ausleuchtung. Stimmt. Kameraobjektiv macht dann auch diesen Unterschied zwischen Personenhintergrund noch mal ein bisschen künstlicher. Guck mal, die sind so hässlich, aber auch so süß. So ein Stern, so ein Rabbit-Stern. So ein Luma-Stern. Rabbit-Hase. Ja, das siehst du, wie es aussieht, ne? Guck mal, wie viele Pflanzen das sind. Boah, es ist schön. Guck mal, wie viele Pflanzen die da haben. Voll cool. Jetzt lass dich nicht von der schlechten Firmenkultur von Ubisoft ablenken. Mit Pflanzen haben sie dich jetzt wieder völlig. Ubisoft hat mich überzeugt. Ja. Boah, ich will eigentlich auch noch für die, hast du gerade gesehen, die Switch da mit dem blauen und dem neongelben. Ich meine, meine Joy-Cons, die funktionieren. Wobei, einer hat sogar auch schon den Drift. Iggy, der guckt er mich an. Aber ich hätte schon gerne nochmal andere Farben auch. Aber wenn es in die Pro kommt, aber die werden ja wohl noch kompatibel sein dann. Aber auch so eine, die, da gibt es noch so Neon-Pink und Neon-Grün sogar. Oh, die will ich echt noch gerne haben. Ich nicht. Ja, kannst du eh nicht benutzen. Ich gebe kein Geld für sowas aus. Also ich finde. Kannst du. Jetzt sehe ich dich überhaupt nicht ein. Das ist überhaupt nicht ein. Das haben die Mitarbeiter nicht verdient. Ja. Pre-Alpha-Footage. Wann soll denn das Spiel rauskommen? Aber soll das noch für die alte Switch hier sein oder ist es. Also, so wie das ja gerüchtisiert wird, ist ja die, also die neue Switch löst ja die alte nicht ab, sondern ja, es ja, ist wie ja. Die Series X. So, nicht das, wobei die Series X hat jetzt auch nicht komplett abgelöst, aber also das sieht jetzt auch schon wieder believable aus. One also. X, so rum, genau, One X. Ist ja so Animal Crossing mäßig. Also. Ja, der erste war schon übelst schön. Also, ich erwarte jetzt nicht, dass der zweite hässlicher ist. Dann gibt es dann ein 4K-Update für die Switch Pro.
Finde ich, sieht spannender aus als das letzte Paper Mario. Ja, das letzte Paper Mario. Da habe ich mich auch ein bisschen drauf gefreut und dann bekamen dann auch so die Reviews. Das war auch so in Endestand. Ja, wo man leider immer wieder dieselbe Puzzle auf so einer Drehscheibe machen muss oder so. Irgendwie so ganz komisches Gameplay. Ich hatte das ganz alte, aber auf dem Gamecube das. Das ist die Legende vom Äonentor, glaube ich, hieß das. Das war so gut, ey. Wenn sie das wieder machen würden. 2022. Oh, Anfang 2022 kommt Elden Ring. Kannst du ja auf der Switch parallel beim Elden Ring spielen. Ja, genau. Mit den Füßen. Warum haben die so komische, surreale Gebäude eigentlich? Guck mal, wie viele Pflanzen. Das Arschloch, der betreibt Vetternwirtschaft. Das hört er bestimmt gerne. Aber das war's. Gut, dass wir nicht mehr so eine Redaktion sind, die von irgendwelchen Testmustern abhängig ist oder Werbeeinkäufen. Nee, wir kaufen den ganzen Scheiß, der es nicht wert ist, von unserem eigenen Geld. Ja, so ist das nämlich. Ja. Deswegen lass deine Ehrlichkeit freien Lauf. Im Gegensatz zu anderen kann er dich ja immerhin auch nicht feuern für sowas. Ich versuche zu erkennen, was seine Pflanzen da hinten stellen. Das ist schwer, die sind so verschwommen. Ich glaube, das neben da rechts auf seiner Schulter, also von uns aus gesehen seine rechte Schulter. Was war's damit? Ich glaube, das ist eine Monstera-Abwandlung. Addon Sony oder so, vielleicht. Möglich. Was ist denn das da links? Das sieht aus wie eine Mischung aus einer Palme und einem. Mit einem Tannenbaum. Ja. Das sind dieselben Pflanzen, die in den anderen Szenen, in den anderen Räumen standen, die immer wieder umgeräumt werden müssen. Einfach nur verschoben. Ich meine, ich habe sowas ja selber schon gemacht bei irgendwelchen Drehs in Firmengebäuden, wo ich dann auch so irgendwie morgens um 5 ankomme, weil ich genau weiß, ich kann jetzt erstmal 2 Stunden hier mir jeden Raum angucken, Location Scouting machen, wo kann man hier überhaupt drehen, ohne dass es komplett scheiße aussieht. Und dann erstmal noch eine Stunde irgendwie oder länger mit ein paar Mitarbeitern Sachen hin und her schieben, Möbel in andere Räume räumen, Pflanzen verteilen überall. Weil sonst hast du auch die Situation, egal vor welche Wand du dich stellst, sieht komplett scheiße aus, dann hast du überall so Steckdosen im Bild und Löcher in den Wänden und so Quatsch. By the latest version of our Snowdrop engine. I'm excited to share this first look with you now. Was? Ja, ich lasse mich auch jetzt voll first überraschen. Look, ich habe auch kein Wort engine verstanden, deswegen alles gut. Oh, was ist das jetzt? Neueste Vision. Snowdrop Engine. Jetzt kommt irgendwie Splinter Cell. Das ist einfach nur der Showcase von der neuesten Version der Snowdrop Engine. Ach so. Weil das hat er eigentlich eben so angedeutet. Da vielleicht ist auch ein neues Spiel dabei. Ja, aber ist es. Avatar. Okay. Warte mal, war das Ubisoft, die das Avatar-Spiel? Ja, sie haben ja schon eins gemacht. Sie machen bestimmt noch das zweite. Also, ich glaube, das war ja sogar erfolgreich, das erste. Ich hab's voll verdrängt, weil es gab so die ganze Zeit diese Gerüchte, dieses Avatar-Spiel. Aber ich hab's voll verdrängt, dass es von Ubisoft ist. Die haben ja auch mit dem James Cameron da schon beim ersten Spiel schon so eine enge Zusammenarbeit oder so eine. Dass der den so viel zugänglich gemacht hat und. Okay. Das Spiel war auch für einen Lizenz-Filmtitel, der so ungefähr zum Filmstart kam, halbwegs solide. Jetzt nicht super, aber auch nicht voll scheiße. Also man konnte das so ertragen, das durchzuspielen und hatte auch ein paar nette Ideen, aber. War halt so ein 6,5 bis 7 von 10 Titel damals. Mhm. Also das hier, wenn das jetzt ansatzweise spielgrafikmäßig repräsentiert, was das Spiel dann nachher wird, ist halt eine ganz andere Liga. Also das wäre schon ja auf so einem AAA-Niveau irgendwie. Aber sie. Aber Ubisoft weiß man halt nie, ne? Am Ende sieht es halt aus wie Biomutant.
Ja, das ist, ich finde es halt sinnlos, weil diese Art der Präsentation und Inszenierung, wie man es jetzt hier sieht, ja, sagt einem so gar nichts. So. Ja. Ja, ich meine, ich habe ja wirklich nichts gegen Cinematic Trailer und so, aber es ist immer so schwierig bei Spielen, die neu kommen sollen, dann nur so Cinematic Trailer zu zeigen, mit CG und allem, das ist irgendwie so, hm. Weil diese aufgemotzten In-Engine-Render-Szenen jetzt so... Ja, das ist irgendwie, ach... Weil auch wie schon bei unserem letzten Level-Podcast bei Patreon gesagt, die Spielsituationen werden ja nie so ablaufen. So die Dynamik des Spielens fehlt ja auch komplett, um das einschätzen zu können. Ja. Aber jetzt mal an sich... Guck mal, das kommt nur auf PlayStation 5 und Xbox Series. Das kommt nicht mehr auf den alten. Ja. Das ist ja schon mal, was die Technik angeht, ein gutes Zeichen. Also was jetzt die Fortschrittlichkeit angeht. Und die Avatar-Welt so an sich, finde ich, kann man ein spannendes Spiel drin machen. Also das... Ja, eigentlich schon. Ich finde halt die... Ich muss ganz ehrlich sagen, diese Welt, finde ich, ist so cool. Aber also ich habe Avatar übrigens nie gesehen. Mhm. Ich finde halt diese blauen Menschen... Die sind so hässlich. Okay. Du blauen Rassistin. Aber ich meine, ich muss dazu sagen, es ist ja wie, genau, wenn es trotzdem ein gutes Spiel ist, ist es ja egal. Dann kann ich ja mit leben, mit so hässlichen blauen... Dann leb du mal mit denen. Die gehen nämlich auch nirgendwo hin. Denen gehört das jetzt genau wie uns hier, diese Welt. Toleranz hier bitte für den Blauen, ja? Bis auf Plus. Thanks to Eve and all the devs that joined us to share what's new with Ubisoft. Today we battle some Archaeans in Rainbow Six. Archaeans heißen die. Okay. Ja, also wir können ja dann schon mal Fazit ziehen. Da sie ja Far Cry 6 schon vorab gezeigt haben, ausführlich, war ja jetzt hier nicht wirklich eine Kracher-Enthüllung dabei. Avatar anzuteasern war jetzt ganz nett, aber auch auf der anderen Seite wieder hat nichts vom Spiel wirklich gezeigt. Diese Rainbow Six-Sache vom Anfang, ja so, ist halt ein weiteres Multiplayer-Ding, das aber ein bisschen charakterlos wirkt. Also so lala, so nicht scheiße, nicht gut, aber mich persönlich reizt sowas jetzt generell nicht. Aber ansonsten, so ein Knaller fehlt halt irgendwie, ne? Also dieses Fun-Sport-Activity-MMO-artige Ding, das fand ich noch so am interessantesten, weil es einfach so sah ganz lustig aus und war mal was Verrücktes, aber ja. Ich hätte eigentlich mir gewünscht, dass da jetzt irgendwie nochmal so Beyond Good and Evil vielleicht doch noch irgendwie gezeigt wird. Ja, genau, Beyond Good and Evil oder was ganz Neues, was aber richtig auch direkt einen Eindruck hinterlässt. Ich meine, es war ja jetzt Covid, ne? Also Corona-Jahr. Und dass sich da jetzt auch viele Spieleentwicklungen ja verzögert haben und so, ist ja kein Geheimnis und ist auch völlig in Ordnung. Und eigentlich ist ja auch dann das besser, als das EA gerne macht, dann trotzdem die Spiele mit irgendwelchen Konzeptzeichnungen schon anzukündigen. Ja, nee, also, man kann ja dann einfach nur feststellen, so, okay, dann haben sie jetzt auch gerade nichts im Köcher, was einen so richtig begeistert. Ist ja auch in Ordnung, also. Ja. Und. Hallo. Hallo. Saskia war kurz weg. Ja. Aber nur ganz, ganz kurz. Es war ja noch nicht mal richtig cringy. Nee, genau. Deswegen, man hat das jetzt so geguckt und so denkt so, ja gut. Ich habe jetzt nicht das Gefühl, ich habe jetzt davon mehr profitiert, als an einem normalen News-Tag so zwei neue Trailer von Ubisoft gesehen zu haben, die ganz nett aussahen. Stattdessen habe ich mich lieber darüber aufgeregt, dass Leute nicht Spiele bezahlen wollen. Ja.
Nee, aber also ich glaube, um das nochmal, weil ich das vorher nicht zu Ende gesagt habe, ich so wichtig verstanden habe, dein Hauptpunkt oder der Ärger daran ist eher, dass jemand sagt, wirklich sagt, dass er die Arbeit daran nicht wertschätzt und sagt, ich genau, will da gar nichts für bezahlen. So, genau, genau. Das ist auch mein, also das ist ja, genau, das ist mein Haupt, der Kern, der Asset, die Essenz, was ich sagen will. Weil es ist kein Problem, wenn man Spiele im Angebot kauft. Wie gesagt, mache ich ja genauso. Aber ja, dieses nichts zu respektieren, respektloses Verhalten halt, ja. Mag ich halt grundsätzlich nicht so. Aber dann trotzdem irgendwie die Spiele haben doch irgendwie zu wollen. Also, ja. Ist ja jetzt nicht so jemand, der mit Spielen eh nichts anfangen kann und dann sagt, warum soll ich da Geld für ausgeben? Ich zocke nicht oder so. Das ist ja jemand, der trotzdem die Spiele gut findet. Also so Leute, die jetzt nicht die sagen, ja, okay, ich zocke jetzt eh nicht, aber die dann sagen, hä? Weil sie das nicht verstehen. Die dann so sagen, so, hä, wie kann man denn so viel Geld für Spiele ausgeben? So, ja. Wie kann man denn so viel Geld für, was weiß ich, was dein scheiß Hobby ist, ausgeben? Das ist so. Aber ja, da kannst du dann wieder genau sagen, ja, ich gebe das Geld dafür aus, dass sehr viele Leute sehr hart daran arbeiten und da eine ganze Pipeline hintersteckt, der Produktion und so weiter. Und also du hast ja wirklich einen reellen arbeitsmäßigen Gegenwert, der existiert. So, ob der jetzt immer von der Größenordnung, ob das dann immer passt von den Relationen von Spiel zu Spiel, das ist, muss sich jeder selber immer evaluieren, aber dass es auf jeden Fall etwas geboten wird, das kann man ja nicht abstreiten. Ja. Naja, wir sind Ubisoft nicht böse. Oder? Das ist das Fazit? Wir sind Ubisoft nicht böse. Ja. Nee. Doch, weil die so Sexisten sind. Aber ansonsten. Ach so, ja, aber nicht für heute, für die. Ja, es war halt. Ja, Rocksmith habe ich. Das ist Mario & Rabbids und Rocksmith will Gitarre lernen jetzt endlich. Okay. Dann nehmen wir das als Fazit. Genau. Saskia WG. Erstmal Ukulele lernen jetzt wirklich. Ja, ab Ukulele, morgen. Genau. Und dann. Dann spiel uns doch jetzt zum Abschied jetzt nochmal einfach so auf deine Ukulele, Saskia.